Leute, ich bin's, Mafia von Game of Germany und heute zeige ich euch etwas bei FIFA 11 an dem PC und zwar beim Virtual Pro. Und zwar, ich habe ja mein Virtual Pro schon, also ich spiele da sehr viel mit und wie ihr seht, er ist fast auf 100%. Bei den Accessoires fehlen mir noch drei Sachen und auch körperlich. Und deswegen mache ich euch jetzt das Angebot. Ja, ihr könnt gerne meinen Virtual Pro auch haben, der hat jetzt, also ist sehr gut, wir gucken mal, ja, einmal unter mein FIFA, wir sind einfach mal Del Piero genannt, und zwar habe ich ihn auch bei Juve spielen lassen, Wamwan, das ist der echte, und das ist mein Del Piero, wie ihr seht, hat er sehr gute Werte. Ihr könnt natürlich auch größer machen, das meist auf 90. Natürlich die Abwehrsachen nicht auf 90, die sind natürlich ein bisschen geringer, weil er halt Stürmer ist. Die könnt ihr aber natürlich auch, also ihr könnt ihn auch auf Abwehr einstellen, auch aufs Mittelfeld. Entschuldigt, ja, dann wäre die Werte da auch besser. Wie das geht, kann ich euch auch erklären. Ich schicke euch eine, also ich lade eine Datei hoch, irgendwo bei File Upload, also natürlich ganz kostenlos da alles, könnt ihr so runterladen. Die ist ganz klein, irgendwie 50 Kilobyte oder so. Und die tut ihr dann in den Ordner, lasst mich überlegen, also unter euer Namen, dann eigene Dateien oder Dokumente, halt wenn ihr XP habt, eigene Dateien. Oder bei Vista und 7 Dokumente. Und dort ist ein FIFA 11 Ordner. Den öffnet ihr und kopiert einfach diese Datei, die ich euch dann schicke, in das Verzeichnis rein. Und am Ende steht da noch ein Name, das heißt, also heißt dann das Profil, also da, das erstellt halt ein neues Profil dann. Und den Namen müsst ihr dann auch ändern und wie ihr seht, der Spieler ist schon gut, also hier. Der hat Skill, jo. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, ich hoffe, ja, lasst euch die Chance nicht hier gehen.